Zum ersten Mal kommt es in Bochum zu einem Bürgerentscheid. Und zwar im Juni über die Zusammenlegung zweier Schulen. Des Gymnasiums am Ostring und der Albert-Einstein-Schule. Der neue Schulstandort soll Wiemelhausen sein. Neue Strukturen sind notwendig, weil es immer weniger Schüler gibt. Viele Menschen engagieren sich für und wider den Zusammenschluss. Die Mitarbeiter der Wahllokale in ganz Bochum zählen eifrig aus. Im Rathaus laufen die Ergebnisse ein. Die Schulen werden zum Schuljahr 2010-2011 zusammengelegt. Das Begehren ist gescheitert, denn es beteiligten sich weniger als 20% der Wahlberechtigten.